Hallo Leute und willkommen zu Inazuma Eleven. Liebe Toei lernt's immer noch nicht. Ich fasse es nicht. So. Ja, gerade habe ich den Namen noch richtig gesagt. Ja. Also, es ist viel passiert. Ihr werdet euch wundern, warum die letzte Zeit nichts kam. Ich bin verzweifelt gewesen wegen Inazuma Eleven. Ich würde sagen, darf ich? Ja, okay, dann sag's. Also, er war bei den Turnieren gegen die, wie hießen die nochmal, Highscore, Unigo, High, irgendwie so. Ich hab den Namen vergessen. Und dann meinte sein Aufnahmeprogramm irgendwie rumzuspinnen und dann durfte er jetzt nochmal komplett bis zu der Stelle spielen, wo die Aufnahmen nicht mehr funktioniert haben und deshalb dürfen wir nochmal alles neu aufnehmen. Und das verdammte mit dem Neumachen, das durfte ich sogar zweimal machen. Ja, ihr hört richtig, zweimal. Ich hatte es einmal versucht, okay. Da kam mir wer in die Quere. Jetzt hat Fatih ihn gestört. Das ist, ich habe zweimal versucht, hier hinzuspielen. Und endlich ist es soweit, dass ich es geschafft habe. Ich bin langsam stolz auf mich. So, Tor gewonnen. Yeah. Ein paar Punkte einsahen. Und ja. Yeah. Aber ich finde immer noch, dass der mit dem blauen an, also Nathan, immer noch aussieht wie ein Mädchen. Nathan ist aber kein Mädchen. Seine Stimme ist voll jungenhaft. Und zweitens, ich habe, wie gesagt, in der ersten Staffel dürfen keine Mädchen mitspielen, da das ein offizielles Fußballturnier ist. Ja. Nur keine Hektik, die Arbeit eines Genies braucht ihre Zeit. Ja, verstehe, wenn ich diese Einstellung hier verändere, dann müsste eigentlich. Die gesuchten Daten sind nicht zufällig die hier, oder? Hacking-Protokolle halten. Mhm. Perfekt, damit können wir beweisen, dass die Otaku Junior High auf den Kerbholz hat. Und du wirst es nicht glauben, aber ich habe etwas viel Spannenderes gefunden. Was ist das denn für ein Foto? Eine Puppe? Ein Badeanzug? Der zweite Preis der Football Frontier ist ein Flug in die USA. Da gibt es diese Sammelfigur. Der Plan der Otakus ist es, den zweiten Platz zu holen und ein paar von diesen Dingern zu kaufen. Sag mal, die sind ja total erbärmlich. Erbärmlich hast du das wirklich gesagt? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und wie konntet ihr unseren Trainer nur an die Polizei ausliefern? Die Polizei, was redet ihr da? Versucht euch nicht herauszuwenden, ihr Schurken. Stehlt erst unsere Daten und zieht dann auch noch unseren Heeresziel in den Dreck. Ihr seid ja widerlich. Ergebt uns sofort diese Daten und dann in den Staub. Winselt um Verzeihung, na? Na los! Ha, als ob wir euch die Daten so einfach wieder überlassen würden. Also der eine sieht ja echt wie ein Mädchen aus. Du meinst Manga bestimmt. Der Manga. Ja. Wir tun alles, um die Figuren zu bekommen. Die Daten überlassen wir euch auf keinen Fall. Ja, ich weiß. Wie gesagt, es sind so viele, viele Personen in Inazuma Eleven 2.1 aus wie, Mädchen, aber sind jung. Erst im zweiten Teil, weil es da kein offizielles Fußballturnier ist, kann man da Mädchen anwerben. Ja, auch gleich mit einem Schuss versenkt durch Superblitz. Ich bin nur so schnell wie von dieser Stelle weg. Wohin Pech. Habt ihr das gesehen? Gegen so eine Bande von Feiglingen können wir doch nicht verlieren. Wartet doch, beruhigt euch doch erst einmal. Wir könnten ja auch einen Handel abschließen. Ein Handel? Alle wissen, dass ihr ein schwaches Team seid. Ihr könnt doch auch gar nicht wirklich spielen, oder? Wenn wir euch helfen, könnten wir ganz einfach die Siege für euch sichern. Wirklich. Ich meine, ihr wisst ja sicher schon, was das gemeint ist, oder? Sag mal, lieber, liebt ihr den Fußball eigentlich wirklich? Hä? Wichtig ist doch nicht, wie gut man spielt, sondern ob man Freunde am Spiel hat oder nicht.
Gegen Typen, die nicht mal das verstanden haben, werden wir auf keinen Fall verlieren. Und mit so schmutzigen Tricks wie eurem will ich auch auf keinen Fall gewinnen. Ah, verzeiht uns, wir sind aber jetzt auch immer brav. Aber jetzt sieht es ja auch so, als ob wir die Schurken wären. Oh Mann, das fällt dir aber früh ein. Los, Rückzug! So, und jetzt schnell zu Nelly und ihr die Daten zu geben. Zurück zum Clubhaus. Ein Sperr hat sich gelöst. Da, 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 da. Oh Mann, ich bin froh. Ich bin froh. Endlich habe ich das Kapitel mit den Otakus hinter mir. Das Schlimmste ist hinter mir. Weißt du, wie schlimm das ist mit denen? UM in Junior High. Immer wenn ich jetzt eine Katze sehe, mache ich Miau. Dann wirst du hier auf dem Schulgelände wirst du schon mal keine sehen. Oh. Und zack, 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 zack. Da ist Nelly, da ist Nelly. Oh, anscheinend habt ihr endlich ein paar Beweise gefunden. Ich rufe direkt meinen Vater an und lasse ihn die Informationen an die Medien weitergeben. Danke, Nelly, das wird uns helfen. Was? Das mache ich doch nicht für dich. Wegen so einer blöden Sache zu verlieren, das ist ganz einfach schlecht für den Ruf der Schule. Also gut, dann können wir wohl auch jetzt heimgehen. Damit scheint das ganze Problem also gelöst zu sein. Und dieses Hacking-Protokoll wird wohl auch die Polizei dazu bringen, endlich Ermittlungen aufzunehmen. Sie sind auch dieser Mann, dem wir am Fluss begegnet sind, oder? Haben Sie etwa der Polizei diese Sache von Manny Attack erzählt? Hör mir gut zu, Evans. Es gibt viele Leute wie diese Otakus auf der Welt. Leute, die wirklich schmutzige Tricks verwenden, um andere in die Falle zu locken. Das ist auch der Grund, warum damals gibt es etwa noch mehr Dinge, die ich nicht wissen sollte. Nein, nein, ich wollte nur sagen, du solltest besser aufpassen. Das ist alles, was du wissen musst. Gebt im nächsten Spiel auch euer Bestes, damit ihr in die Hauptrunde kommt. Also, man sieht sich. Warten Sie! Ah, Mark, komm, gehen wir heim. Aber sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Was war das eigentlich für ein Name? Nathan ist so ziemlich in der ersten Staffel vom Team aus, den man spielen kann, mein Lieblingscharakter. Silvia. Warte. Du hast ja. Also noch die gleiche Telefonnummer wie damals. Aber warum rufst du mich so plötzlich hierher, Bobby? Du hast mich völlig überrascht. Erst habe ich gedacht, da will mir einer einen Streich spielen. Ha, ein Streich. Wieso denkst du immer gleich das Schlimmste? Ach, Bobby, ich bin so froh, dass du es wirklich bist. Wirklich? Was meinst du damit? Hör mal, Bobby, als du zum ersten Mal hier aufgetaucht bist, hatte ich ein wenig Angst. Tut mir leid. Kein Problem, aber ich war wirklich überrascht, als ich dich gesehen habe. Schließlich hatte ich gehört, du spielst nicht mehr Fußball. Egal, jedenfalls bin ich froh, dass wir uns jetzt wieder gefunden haben. Und hast du dich schon an die Raymond... Was heißt JR? Junior High. Junior High gewöhnt? Ihr seid wirklich alle total nett. Ja. Dieser Evans Mark, so hieß er doch. Also, der ist kein schlechter Kerl. Ja, sicher, stimmt. Und er ist immer konzentriert bei der Sache. Er denkt immer an das Team, ist ein echter Kämpfer. Man merkt, dass er Fußball liebt. Wenn ich Mark sehe, dann fasse ich immer wieder neuen Mut.
Genau, geht mir doch auch so. Aber manchmal glaube ich, er sollte nicht ganz so vertrauensselig sein. Hör mal, Silvia, der eigentliche Grund, warum ich hierher gekommen bin, an die Raymond Junior High. Ja? Ach, vergiss es einfach. Es gibt sowieso noch etwas viel Wichtiges, das ich sagen muss. Der Winterser hat dich gesucht. Er wollte etwas wegen dem nächsten Spiel besprechen. Ach so? Dann schönen Dank, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ich bitte dich, das ist doch selbstverständlich. Na gut, jedenfalls muss ich dann wohl erst, wohl jetzt schnell. Er ist genauso wie unser alter Freund. Erinnerst du dich noch? Was? Die beiden ähneln sich mehr, als du denkst. Immer geradeaus und auf keinen Fall aufgeben. In diesem Punkt sind sie sich ähnlich. Sag mal, Silvia, ist Mark eigentlich für dich? Max ist ganz anders als Erik. Tut mir leid. Silvia! Da ist jemand zickig. Verstanden. Wird erledigt, Herr Kommandant. Ich bin nicht so ein toller Kerl, wie Silvia denkt. Sag mir, was soll ich tun, Erk? Erk. Naja, ich glaube im Deutschen heißt er Erik oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Erik. Yeah. Meine Katze randaliert wieder, hört man's? Glaube ich leicht, aber egal. Platz da, aus dem Weg. Schab, was? Lass mich durch. Herr Kommandant, worum geht's? Wir sind noch mitten im Training. Was soll das eigentlich sein? Müssen wir wirklich so weit gehen, um die Raymond Junior herzuschlagen? Für dich besteht kein Grund zur Sorge. Mach einfach weiter mit deinem Training. Das müssen wir der Mannschaft der Raymond Junior doch nicht antun. Unser Können reicht aus, um sie zu besiegen. Sharp, ohne die Gewissheit am Ende zu siegen, ist ein Spiel sinnlos. Denken Sie etwa, diese Jungs wären die legendären Inazuma 11? Was? Du Dummkopf, die Inazuma 11 gibt es nicht mehr. Abgesehen davon ist es ohnehin schon zu spät. Aber so wird unser unvermeidlicher Sieg nur noch sicherer. Und zu siegen bedeutet nun mal alles. Aber... Ich würde diesen Afro-Typen eine ganz lustige Stimme geben. Wen? Der mit der Brille? Sharp. Sharp. Ach so, Sharp. Na, er hat ja kein Afro so gesehen. So, so der hat auch in der deutschen Stimme eine echt coole Stimme. Das ist ja das Schlimme. Die haben eigentlich alle voll die coolen deutschen Stimmen. Wenn wir gegen die gewinnen, ziehen wir in die Hauptrunde ein. Und dann treffen wir dann auf noch viel stärkere Mannschaften. Dieses Mal kommen wir uns nicht davon. Sharp, ich hoffe, du bist bereit. Dieses Jahr sind wir diejenigen, die es in die Hauptrunde schaffen. Gute Nachrichten, Mark. Der Geschäftsführer hat uns einen Bus besorgt. Damit soll unsere Qualifikation für das Finale gefeiert werden. Was? Der Club hat bis jetzt noch nie einen Bus. Wie aufregend. Wirklich? Nun, Herr Winterser wartet schon am Parkplatz, wo der Bus ist, kommt und riskiert einmal einen Blick. Auf jeden Fall, Bobby. Du kommst doch auch mit, oder? Was? Verschwindet einfach ohne irgendwas zu sagen. Was hat in dem Schritten? Schon irgendwie komisch, oder? Echt, findest du? Ist mir noch nicht aufgefallen. Weil dein Geschäftsführer hat sich was Tolles für uns überlegt und einen Bus besorgt. Wie sieht's aus? Gehen wir ihn uns auf dem Parkplatz ansehen? Geh jetzt zum Bus auf den Parkplatz. Eine Sperre hat sich gelöst. Sprich dir mit Celia, um weitere Infos zu erhalten. Nein, will ich aber nicht. Was hat es eigentlich auf sich mit Celia? Sperrenkacke? Hä? Mit der Sperre da. Eigentlich... Keine Ahnung, wenn du Celia ansprichst, du kannst meistens dann nur, Spiel aus den verschiedenen Clubs der Schule anwerfen. Ich habe das damals auch nicht richtig gerafft, was das mit den Sperren zu tun hat. Ich kann ja mal gucken kurz. Da, Celia.
Willst du einen Schüler der Raymond Union anwerben, Mark? Nein. Wenn du mal wieder jemanden anwerben willst, sprich mich einfach an. Guck, da ist nichts. Das ist ja das Doofe. Da steht immer eine Sperre, wurde gelöst, aber ich weiß nicht, was die damit meinen. Ja, vielleicht kommt ein neuer Spieler oder so. Mal sehen. Erstmal sind wir jetzt am Parkplatz. Mark, da bist du ja. Sieh dir mal das an. Der Geschäftsführer lässt ihn uns benutzen. Ich hatte ihn darum gebeten. Wow, wusste gar nicht, dass die Schule so einen großen Bus hat. Ganz schön was her, oder? Das schreit nach einer Probefahrt zur Einweihung. Alles einsteigen. Wie? Was ist denn los, Bobby? Oh, es ist nur... Ich will nicht mit dem Bus. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ruhe jetzt, Bobby. Was redest du denn da überhaupt? Was soll das... was soll denn nicht stimmen? Übrigens, wie ist Ihr Anzug denn eigentlich so schmutzig geworden, Herr keine Ahnung. Bitte, das war das. Das. Entschuldigung, entschuldigt mal kurz. Hat jemand meine Notiz gesehen? Mein Notizbuch gesehen? Ich bin mir sicher, dass ich es im Clubhaus gelassen habe, aber es ist verschwunden. Notizbuch? Meinst du das Notizbuch, mit dem allgemeinen Spezialtechnik und Schwächen der Mannschaft verzeichnet sind? Ich, von so einem solchen Notizbuch weiß ich nichts. Herr Wintersee, Sie scheinen ja ziemlich viel zu wissen. Ach nein, das war doch alles reine Spekulation. Es war ganz und gar nicht gut, wenn es der Akademie, was ist das für ein Deutsch? In die Hände gefallen wäre. Allerdings, sollten wir dann nicht auch danach suchen, Mark? Ja, wenn wir alle suchen, finden wir es bestimmt schneller wieder. Also suchen wir im Clubhaus. Bobby, wolltest du nicht gerade etwas sagen? Nein, ich komme auch mit. Danke, gut, dann los. Bobby, du machst jetzt ja keine Dummheiten, oder? Was ist los, Bobby? Wo wartest du denn noch? Geh schon zum Clubhaus. Auf zum Clubhaus! Yeah! Wir sind bereit. Wir sind fantastisch. Wir gehen jetzt zum Clubhaus. Es ist nicht hier. Hier ist es ganz sicher nicht. Wir müssen sie das Notizbuch so schnell wie möglich wiederfinden. Wie dumm sind die eigentlich? Das ist merkwürdig, sonst scheint nicht zu fehlen. Was wohl damit passiert sein könnte? Sonst weiß doch kaum jemand davon. Da fällt mir ein, was ist denn mit Bobby? Sollte er nicht hier sein? Findet ihr nicht, dass er sich heute merkwürdig verhält? Wirklich ist mir nicht aufgefallen, aber glaubst du, da ist was mit Busch? Ob Bobby etwas über das Notizbuch weiß? Entschuldigung? Moment mal, was willst du damit sagen? Jetzt wo du es erwähnst, er ist schon ein wenig seltsam. Ab und zu verschwindet er auch mal während des Trainings. Das Blitztrampolin hat er auch ganz alleine gefunden, obwohl wir alle lange danach gesucht haben. Moment mal, Bobby würde nie was Falsches machen. Seit unserem gemeinsamen Zeit in Amerika sind wir Freunde. Es war immer Verlass auf ihn, wenn ich mal ein Problem hatte. Er gehört zu der Sorte Menschen, die anderen in Not stets hilft. Warum glaubst du, dass er das Notizbuch gestohlen hat? Bobby! Das... Tut mir leid. Ist das Notizbuch, nach dem ihr gesucht habt? Aber Bobby, warum hast du... Bobby, hast du es gestohlen? Bobby, warst du das wirklich? Warum nur? Sag uns warum, Bobby. Gut.
Wenn ihr alle mit zurück zum Bus kommt, erkläre ich euch alles. Einverstanden, auf zum Bus. Und wenn wir da sind, hören wir uns an, was du zu sagen hast. 20 Minuten, geh zum Bus auf dem Parkplatz. Ja, ich will auf den Bus. Ah, na, komm, den Bus nehmen wir jetzt noch mit, wenn wir okay. Schon mal dabei sind. Dann wird's halt heute ein längerer Part hoch. Ah, da seid ihr ja wieder. Wollen wir das Notizbuch mal für einen Moment vergessen und eine Probefahrt machen? Hallo, habt ihr mich nicht gehört? Kommt Kinder, alle in den Bus. Hört mal alle her. Steckt auf keinen Fall in den Bus ein. Bobby, was redest du denn da? Herr Wintersa hat sich am Bus zu schaffen gemacht. Seht mal, wie leicht das Kabel hier abgeht. Was? Tatsächlich, ich will gar nicht daran denken, was uns mit dem Bus alles hätte passieren können. Ob die Sachen von Herr Wintersee das halb so schmutzig waren? Vielen Dank auch, Bobby. Jetzt muss ich wohl abbrechen und die Mission ist eindeutig gescheitert. Mission? Mit diesem präparierten Bus wäre das Raymond-Team gar nicht erst zum Spiel erschienen. Dann hätte den Sieg der World Academy nichts mehr im Weg gestanden. So lautete meine Mission. Bitte was? Herr Wittnesser, Sie hatten uns also wirklich mit diesem Bus fahren lassen? Warum zum Geier? Herr Wintersee, warum macht ein Lehrer so wie Sie sowas? So etwas? Herr Wintersee, dann sind Sie also auch der Spion der Academy. Es wäre alles zu viel leichter gewesen, wenn ihr einfach in den Bus gestiegen wärt. Das werdet ihr alle noch bereuen. Bobby, mein Junge, du kommst auch nicht ungeschoren davon. Er ist weggelaufen. Mark, beeil dich und schnapp ihn dir. Mark, ich... Wir können später klären, Bobby. Jetzt müssen wir erstmal hinter Herr Wintersee aufhalten. Anscheinend ist er unterwegs in Richtung Haupttor. Ich werde ihn stellen. Wir sind auch dabei. Auch am Haupttor können wir ihn stellen. Halte Herr Wintersee auf. Also Leute, nächstes Mal laufen wir unserem ach so gemeinen Lehrer hinterher und versuchen ihn zu stoppen. Also Leute, schaltet wieder ein bei. In Immersum 11. Bis dann, euer Sekuso. Und haut die Töpfe. Tropfen LP. Ciao.